Stresstest unterzogen hat. Die Balders hat sein eigenes Modell andauernd auf die Probe gestellt. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Wenn es nicht funktioniert, kommt es raus. Wenn es funktioniert, darf es bleiben. Und ich glaube, diese Stresstests ist etwas, was wir als Therapeuten jeden Tag machen und was wir auch bewusst machen sollten, um eine Basis dafür zu haben, dass wir überhaupt wissen, wie gut FDM funktioniert oder nicht. Ich darf nochmal an die Definition erinnern, die meines Erachtens der entscheidende Punkt in allen Büchern von Dupalus ist. Es ist eine anatomische Perspektive, es gibt 6 Fasziendistorsionen und wir wollen direkt messbare, sofortige Effekte. Aus Sicht des Fasziendistorsionsmodells hat Schmerz ein anatomisches Substrat. Schmerz ist kein rein chemischer Prozess, es ist kein Nervenproblem, sondern es ist eine anatomische Deformierung. Das finde ich deshalb sehr interessant, weil es natürlich einen kompletten Perspektivenwechsel ermöglicht, wie wir bei Patienten mit Funktionseinschränkung oder mit Schmerz herangehen. Was brauchen wir, um festzustellen, welcher Patient welche Fasziendistorsionen hat? Das gilt ja meinen Vortrag von gestern an. Wir brauchen nicht nur die Body Language, sondern wir brauchen alle möglichen anderen Hintergrundinformationen aus der Anamnese heraus, aus der subjektiven Beschreibung des Patienten heraus, aus der Body Language heraus. Ja? Das zweite Kriterium ist das, was wir so lieben, und das ist natürlich die Körpersprache. Ja? Die Körpersprache ist definiert als unbewusste, immer wieder auftretende Bewegung oder Haltung, ja? Die Patienten mit speziellen Fasziendistorsionen präsentieren. Und besonders kritisch wird es dann, wenn wir die Patienten immer wieder danach fragen, wo es denn wehtut. Es stellt sich die Frage, ob die Antwort auf wo es wehtut, nicht einfach eine Lokalisationsangabe ist. Es ist eine Hypothese zu sagen, dass wenn wir fragen, wo es wehtut, dass die Beschreibung einer Fasziendistorsion rauskommt. Obwohl es zum Beispiel aus wissenschaftlicher Sicht Reliabilität im Sinne der Body Language gibt, es gibt ja da mehrere Masterthesen zum Thema, ja, können wir trotzdem nicht von einem harten Kriterium der Body Language als einziges Diagnostikkriterium ausgehen. Die Body Language ist extrem prägnant. Also es scheint ja wirklich so, dass Fasziendistorsionen in freier Wildbahn anzutreffen sind wie Sand am Meer. Ja, also dementsprechend ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil eben der Kontext manchmal auch fehlt. Und ich denke mir, dass eben die Body Language im Kontext der kompletten Diagnostik gesehen werden muss. Wir haben als weiteres Kriterium natürlich die subjektiven Beschwerden. Das habe ich euch, dieses Diagramm habe ich euch einfach hergetan, weil einfach die Fasziendistorsion eben seine unterschiedliche Charakteristik hat, die die Patienten verbal beschreiben. Wir können die Charaktere dieser einzelnen Fasziendistorsionen nicht hundertprozentig klar abgrenzen, weil es immer wieder Überlappungen gibt. Aber je besser man die Charaktere kennt, desto eher kann man sie einordnen. Aber auch vielleicht in der Praxis immer wieder überprüft, ob das, was im Lehrbuch steht, für euch auch so zutrifft und ob ihr das, was im Buch steht, auch beim Patienten so ersichtlich ist. Ein letzter Punkt sind die objektiven Befunde. Ja. Die objektiven Befunde sind die Tests. Ja. Da geht es um medizinische Testverfahren, Röntgenbilder beispielsweise. Es gibt im FDM eine große Diskussion, ob Röntgenbild sinnvoll ist, um Fasziendistorsionen zu diagnostizieren. Wir sagen immer wieder, nein, ist das nicht. Aber Dupalus war dementsprechend war dem eigentlich relativ offen eingestellt. Kann auf jeden Fall für uns persönlich interessant sein, Patienten in ihrer Komplettheit zu erfassen und zu schauen, welche Symptomatik, welche Fasziendistorsionssymptomatik oder welche Fasziendistorsionen vielleicht sich im bildgebenden Verfahren widerspiegeln oder nicht. Ja. Ich sehe auch keine Notwendigkeit, einen Weg in die Richtung zu definieren oder nicht zu definieren. Ich glaube, wir dürfen uns im FDM auf keinen Fall irgendwelche Denkbarrieren aufbauen, sondern müssen das FDM, wenn wir es verstanden haben, wirklich auch in seiner Gesamtheit ausnützen bzw. überprüfen.